Der Borussenpark, ein Fahnenmeer. Gladbach so euphorisiert nach dieser Sensationsvorrunde. Das ist ja das Tolle an dieser Partie. Tradition hat sie ohne Ende, Gladbach gegen Bayern. Aber das ist wirklich das Spiel Erster gegen Vierter sein würde. Damit hat man nicht gerechnet. Der Rekordmeister gegen die Überraschung der Bundesliga schlechthin. In der letzten Saison haben sie zum gleichen Zeitpunkt 10 Punkte gehabt und waren so gut wie abgestiegen. Jetzt haben sie nach 17 Spielen 33 und können allen Ernstes von einer Champions-League-Teilnahme träumen. Und es ist genau die gleiche Mannschaft. Heute in der Startelf kein einziger Neuzugang aus dem Sommer. Es sind exakt die Jungs, die vor einem Jahr noch am Abgrund standen und die sich jetzt so weit nach oben gespielt haben, die in weiß gekleideten Gladbacher. Gemeinsam mit den Bayern, angeführt von Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer. Die Bayern ganz außen mit den beiden Jungs, die Pech hatten in der Vorrunde. Bastian Schweinsteiger 2,5 Monate verletzt. Arjen Robben auch immer wieder aus dem Betrieb genommen. Und beide hoffen, dass es in der Rückrunde verletzungsfrei für sie geht. Das ist der Mann, um den es geht, Marco Reus. Aber wir schauen erstmal bei der Platzwart zu. Philipp Dahms hat sie gewonnen, die werden den Anstoß, werden stehen bleiben, anstoßen werden die Bayern. Das Spiel hat übrigens eine unheimlich hohe Aufmerksamkeit. Nicht nur, dass jedes Stadion ausverkauft ist, nicht, dass Sie alle zu Hause zuschauen. Es wird in 200 Länder weltweit übertragen, das ist ein Rekord. Ein Bundesligaspiel, das mit einer solchen Dichte um den Globus verteilt wird, das hat es noch nicht gegeben. Hermann setzt Neuer unter Druck und die Chance für Marco Reus und das ist es! Das ist die Führung für Borussia Mönchengladbach, 11. Minute. Und wie im Endspiel ein schwerer Patzer von Nationalkeeper Manuel Neuer. Hier der Rückpass und dann Hermann setzt nach, setzt ihn unter Druck. Und was für ein kapitaler Bock Neuer, der so ballsicher ist, der so passsicher ist, der ein so guter Fußballer ist, direkt in die Füße von Reus. Das ist ja um den Rückstand betteln. Unfassbar. Und Marco Reus, der künftige Dortmunder, bringt Gladbach in Führung. Und macht in diesem Moment die Bundesliga sowas von spannend. Sein 11. Saisontor, Marco Reus, der Superstar bei der Borussia. Kein Foul gegen Robben. Weiter geht's. Hanke. Hanke, guter Pass auf Patrick Herrmann. Patrick Herrmann alleine gegen Manuel Neuer. 2-0! Und jetzt spielt der Borussenpark völlig verrückt. Lucien Favre mit seinem Team den nächsten unfassbaren Schritt. Hier nochmal, das ist kein Foul. Und dann geht es sowas von schnell. Hanke mit einem genialen Pass auf Patrick Herrmann. Und Herrmann kann so etwas wie der interne Nachfolger für Marco Reus werden. In der Geschwindigkeit, im Speed ist er schon genauso gut wie Reus. Er ist eigentlich noch nicht so torgefährlich und beweist aber, dass er sehr wohl sein 4. Saisontor, 6 hat er dazu vorbereitet. 20 Jahre alt erst. Patrick Herrmann. Kein Abseits Reus, Reus gegen Badstuber. Badstuber ist schnell, er wartet, bis Herrmann da ist. Klasse Pass auf Patrick Herrmann, Herrmann gegen Neuer, es steht 3-0, 71. Minute. Und was wirklich faszinierend an diesem Treffer ist, wenn Sie sich erinnern, wie die unter Druck standen am eigenen Strafraum. Am eigenen Strafraum. Arango, Nord
weit. Sie haben es gespielt und dann den Konter einleiten können über Arango, der Reus schickt, der mit einer solchen Ruhe einfach nur kurz den Weg nach innen gegen Badstuber sucht. Der perfekte Pass für Patrick Herrmann und Herrmann, der 20-Jährige mit dem Doppelpack gegen Bayern München. Reus umgekehrt mit einer Torvorlage und einem Torerfolg. Es ist ein Traumabend für alle Fans von Borussia Mönchengladbach. Und es ist fast unfassbar, weil es so unerwartet aus Bayern-Sicht ist. Es ist ganz bitter für alle FCB-Anhänger. Jetzt die Chance für Badstuber und da ist er drin, Schweinsteiger. 76. Minute.